Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Video zu FootChamps. Heute, ihr seht es bereits im Titel, mal ein spezielles Video und zwar, warum ich nicht mehr live die Weekend League aufnehmen werde. Ich rede nicht davon, dass ich live kommentiere und gleichzeitig spiele, sondern dass ich einfach live die Spiele aufnehme. Das hat einen ganz bestimmten Grund und ihr habt es eventuell die letzten Wochen schon mitbekommen. Es lief bei mir in der Weekend League eigentlich ganz gut, aber es gab so, ich sag mal, die schwächeren Zeiten und auf die möchte ich heute in diesem Video ein bisschen genauer eingehen, denn das hat mich heute wirklich dazu veranlasst, ein bisschen nicht geladen zu sein, aber ein bisschen resigniert zu sein, sage ich mal. Oder dass mir ein bisschen die Lust abhanden gekommen ist an der Weekend League. Ich habe die ersten 4 Spiele diese Woche aufgenommen, ist 1:3 ausgegangen. Das heißt, es lief wieder nicht so gut. Schwachsinn, 1:2, 2:2 ist es ausgegangen. Lief aber nicht so gut, ja. Waren sehr blöde Spiele, sehr nervige Spiele, waren nicht unbedingt unterhaltsam. Und ich hatte auf jeden Fall meinen Krampf dabei. Und gestern stand ich dann kurz bevor ich ins Bett gegangen bin, abends 13:6. Ja, das ging also ganz gut klar. Ich habe noch 2 Spiele gemacht, 13:8. Gut, waren starke Teams, waren starke Gegner. Einer davon Elite, kann man auf jeden Fall verlieren. Aber dann kam ja heute Morgen, ich stehe jetzt gerade 13:11 und das ist wirklich sehr nervig. Das andere Spiel, was ich gemacht habe, was mit einem Rage Quit geendet ist vom Gegner, oder von dem, mit einem Connection Dis, also Disconnect vom Gegner, also habe ich nicht verloren, aber das hätte ich auch wahrscheinlich verloren, schon 4:83 für den Gegner. Und ja, das ist einfach sehr ärgerlich, weil ich eigentlich nicht schlecht spiele, aber einfach Pech habe. Und das wird heute in diesem Video hier behandelt. Ihr habt es gerade schon im Hintergrund so ein bisschen gesehen, ein paar Szenen aus einem Spiel. Das war jetzt noch nicht das sonderlich Schlimme. Das sonderlich Schlimme, beziehungsweise das nervige Spiel kommt jetzt. Ich werde meinen Kopf die meiste Zeit darüber richten, weil hier das Gameplay läuft. Ich werde euch aber angucken in den wichtigen Szenen. Ich werde halt genau auf die Szenen eingehen und euch genau sagen, was da das Problem war. Der Gegner war auch nicht schlecht, gar keine Frage. Das Team war auch overpowered und sehr, sehr stark. Aber nichtsdestotrotz hat dieses Spiel, ist einfach das Zeichen für mich, ich sollte nicht mehr aufnehmen, weil solche Spiele hatte ich nicht, während ich nicht aufgenommen habe. Seitdem ich aufgenommen, also die Elgato geöffnet habe und Record gedrückt habe, habe ich so viel mehr Pech und meine Spieler machen nichts mehr. Und das möchte ich halt einfach, wenn es auch nur Aberglaube ist. Kann auch sein, kann auch Aberglaube sein. Ist vollkommen okay, dass es Schwachsinn ist. Okay, mag sein, aber für mich ist es halt die Entscheidung. Ich werde euch trotzdem noch Highlights zeigen in den Reviews, aber die werde ich halt nach dem Spiel aufnehmen. Also quasi in den Spielhöhepunkten abfilmen. Ich denke mal, das ist aber auch nicht so schlimm, weil es ist ja nur der Hintergrund und darum geht es ja primär nicht. So, wir sehen hier direkt mal die erste Szene und das ist direkt der erste nervige Punkt, weil das war das 0:1 vom Gegner. Erstmal schön mit Mbappé gemacht, gar keine Frage, dann Rui Costa. Das ist in meinen Augen Abseits und das ist in meinen Augen Torwartfehler. Also, ich denke mal, da muss man nicht mehr viel zu sagen, da muss man sich auch nicht eine Wiederholung angucken. Könnt ihr euch gerne nochmal selbst wiederholen, wenn ihr Bock habt, aber das war, ja, den muss Lloris halt einfach halten. Dann hier die nächste Szene, das 0:2. Kompany ist halt doof gelaufen, ja, er macht das Tackling nicht, er hat keinen Bock oder geht da nicht richtig in den Zweikampf rein, kommt nicht richtig rein, Pogba drängt ihn weg, er macht das Tackling mit wenig, was ich gedrückt habe und weil dann Autowechsel ist, verliert er ein Spiel aus den Augen und er macht das Tor. Ausgleichstreffer zum 2:2 zwischenzeitlich, aber es ging leider Gottes relativ negativ weiter hier mit der nächsten Szene. Einfach aufgrund dessen, es war nicht schlecht gespielt, es war nicht gut verteidigt, es war gut gespielt, aber außen stand Mbappé Innenpfosten rein. Er hat einfach das Glück, dass er einen Innenpfosten trifft und der Ball reingeht, während ich in dieser Weekend League, glaube ich, schon mindestens 20 Mal Aluminium getroffen habe und nicht ein Pfostentor geschossen habe. Wir kommen da auch später nochmal drauf zu sprechen. Nächste Szene, dieser Autoswitch hier. Ich habe es doch meiner Wiederholung gezeigt, dadurch kassiere ich das 4:2. Auch das war natürlich nicht optimal verteidigt, war gut gemacht. Aber guckt euch jetzt diesen Autoswitch hier an von Dembele, ne Quatsch, von Gündogan zu Rojo. Und Rojo ist halt einfach wie eine Schnecke, kommt nicht aus dem Arsch, kann nicht hinterherkommen. Hätte ich Gündogan gehabt, hätte ich ihn wenigstens noch tackeln können oder irgendwas. Aber durch den Autoswitch kassiere ich hier das Tor. Ganz, ganz bittere Geschichte, ganz, ganz bittere Pille. Andere Seite, wir haben gerade über, ja, Kosten gesprochen. Ne? Aus dem Stand MVP klappt Crespo, hatte ich Glück in der Szene, aber das Glück reicht nicht aus. Ich treffe trotzdem den Pfosten. Immerhin wird die Szene dann im Gegenzug gut verteidigt von Rojo. Und die ganze Geschichte ist nicht mehr, oder ist relativ glimpflich ausgegangen. Zweite Halbzeit, Crespo, haben wir gerade drüber gesprochen. Die Chance vergibt er an Pfosten, die Chance vergibt er auch. Normalerweise macht er diese Dinger easy rein. Auch hier der nächste, die nächste Ecke kommt rein und der nächste Fehler wieder in meinem Spiel. Kompany hat den Ball. Kompany, wo spielt er hin? Jesus, ich zeige es auch hier auch nochmal genau. Jesus steht direkt vor ihm. Er muss nur geradeaus spielen. Ihr seht es hier. Jesus anspielen ist nicht schwierig. Crespo steht dahinter. Da darf der Ball gar nicht hinkommen. Aber Crespo wird automatisch angewählt und Jesus und deswegen der Ballverlust. Auch wieder eine bittere Szene und solche Sachen nerven halt einfach auf Dauer. Dann die Szene hier. Ja gut, ihr habt den Elfmeter von Roberto Carlos am Anfang gesehen, in meinen Augen ist das hier auch ein Elfmeter, beziehungsweise klar ist Körpereinsatz, aber wenn er so hinfällt, dann ist es schon ein Impact, der gemacht wurde und dann ist es in meinen Augen Elfmeter, weil der Ball halt auch absolut nicht gespielt wurde und, oder ist halt scheiße von Crespo, aber dann ist halt auch wieder Pech für mich in der Situation. Nächste Szene, hier gab es einen Vorteil, in der Szene hier gab es nichts, ja? Also das ist für mich das viel Schlimmere, weil der Doppelpass mit Mbappé hätte gut funktionieren können, Jesus verzieht dann hier.
gab den Vorteil für mich in der falschen Szene. Dann, es steht weiterhin 4-2, er hatte keine Chance im zweiten Durchgang, erste Chance im zweiten Durchgang. Ich kann ihn richtig verteidigen, gut gespielt und dann wieder aus dem Stand der Schuss von Griezmann. Kurze Ecke drin, einfach gut gemacht vom Gegner auch, aber trotzdem auch viel Pech dabei. Und sowas ist halt vorher nicht passiert. Solche, allein die Szene, dass Kompany da so mit ihm rumsteht und dann hier wegen Lozano eingewechselt. Ich zeige euch nochmal, also dass der Ball reingeht, okay, ist halt Lozano, ist overpowered, aber guckt mal die Schusshaltung an. Die Schusshaltung. Er steht mit dem linken Fuß im Ball. Im Ball. Und er steht so zum Tor. Da ist das Tor. Er steht so zum Tor. Das Ding geht trotzdem perfekt rein. Das ist halt einfach nervig. Natürlich nach dem 6-2, nachdem das Ding komplett entschieden ist. Mbappé mit links, gar keine Frage, Ding ist drin. Ja, nervt halt einfach. Ich denke mal, ihr könnt das nachvollziehen und dementsprechend habe ich halt einfach keinen Nerv mehr, wirklich die Weekend League live aufzunehmen, weil mir das halt vorher nicht passiert ist und ich möglichst vermeiden möchte, dass solche Spiele passieren, zumal ich einfach die Lust verliere. Ich werde natürlich noch die anderen 16 Spiele, die ich habe, machen und ich werde versuchen, auch irgendwie auf Gold 1 zu kommen. Ich müsste 12-4 gehen, das denke ich mal, wird nicht passieren, aber Gold 1 sollte auf jeden Fall drin sein, muss ich mal schauen. Grundsätzlich, das Gameplay die Weekend League war gut, gerade gestern Abend, als ich mich, glaube ich, von, ich weiß gar nicht, ich glaube 7-6? Ich glaube 7-6 auf 13-6 hochgespielt habe. Das war richtig stark, aber naja, im Endeffekt reicht es halt nicht aus für Gold 1 und das ist mein Ziel. Aber die nächsten Wochen werde ich irgendwann erreichen, die nächste Woche vielleicht nicht, aber dazu kommen wir im Review. Das war es erstmal von diesem Video. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und ob ihr versteht, dass ich halt eben nicht mehr unbedingt das ja, zeigen möchte oder das live aufnehmen möchte. Ich denke mal, aber das ist verständlich. Heute Nachmittag bzw. heute Abend kommt das Review zur Weekend League. Da werde ich euch unter anderem sagen, wie Roberto Carlos gespielt hat in seinen ersten 40 Spielen für mich. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Schaut das Video auf jeden Fall an. Bis dann, macht's gut, wunderschönen Tag noch. Passt auf euch auf, haut rein. Und ciao.